Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. In der letzten Folge haben wir das Thema Fastidio gehabt mit der langen Mission. Das war, glaube ich, mehr oder weniger sogar eine der längsten Missionen. Und wir sind in Hogsmeade, also werden wir heute das Vergessene Heimat spielen, ne? Ein bisschen. Let's go! So, kann ich hier überhaupt irgendwas? Ne, ist Stufe 3, ne? Da müsste ich die Dimmelgeist suchen. Ja, ich weiß nicht, ob ich die machen soll. Ob ich einfach nur jetzt die Story durchziehe und fertig mache. Könnte passieren. Ja, ich denke, da soll was kommen. Also ich denke mal, die ganzen Nebenquests brauchen wir nicht mehr machen. Das, wenn wir nicht auf 100% schaffen, das Spiel. Sondern nur die reine Story. So. Moin, Bobby. Hallo, geh mal rein. Du wartest natürlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was wollten die dir schicken? Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniesel geben. Was forscht denn deine Oma? Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Okay. Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Okay, gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild um das Ei. Na dann. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Ist das überhaupt sicher? Bist du sicher, dass es so einfach ist? Immerhin ist das ein Drache. Hybriden können aggressiv sein, sind aber auch sehr clever. Sie hat schnell begriffen, als du ihr gezeigt hast, wie man aus dem Zelt entkommt. Sobald sie das Ei sieht, wird sie verstehen, warum wir hier sind. Dann können wir die Wilderer ein für alle Mal erledigen. So, ja, dann wohin bringen wir das Ei denn mal? Und wir sie hier finden. Wie bringen wir es dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Warum behalten wir das nicht? Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Es gibt ein bestimmt leckeres Omelett. Spaß. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Na dann. Und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Da ist ich sie. Über uns. Sie hat es sicher etwas geschafft. Da. Oh Gott. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Ich habe mir mal die Pilze so ein bisschen nebenbei. Nicht alle, aber ein paar. Eine Spinnerin, wer weiß, wofür was. Oh, Alter. Ja, wir meckern, wir gehen da. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind.
Kann ich das Viech nicht trauen? Naja, egal. Wir haben irgendwas, haben wir gerade vor uns. So. Ach, das sind Wölfe. Straßenköter-Felf. Straßenköter waren es, keine Wölfe, aber ist ja Jacke wie Hosi. Da ist sie wieder. Im Idealfall aus der Entfernung. Warte mal. Ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen orientieren. Ich bin, immer wenn ich ein bisschen aufnehme, bin ich wieder aus der Nummer ein bisschen raus. Dann brauche ich, bin ich meistens immer so anderthalb Wochen raus. So auch dieses Mal. So, dann dauert es immer wieder ein bisschen, bis ich mich reinfinde in die Spiele. Also ich bereite immer meistens immer ein bisschen was vor. Liegt aber auch daran, dass ich jetzt demnächst in Urlaub fliege, also quasi knapp 2 Wochen. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Und hoffe, dass ich euch ein bisschen was Material bringen kann. Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Why not? Das sind ja tolle Aussichten. Dachte ich mir auch gerade, ne? Also seht mir bitte nach, wenn ich gerade nicht unbedingt jetzt. Wenn ich hier nicht Folgen von einer halben Stunde verbreiten kann, vor allem nicht 7, 8 Stück. Ich bin auch durchaus nicht ganz fit, also was heißt nicht fit, aber ich bin müde. Ich komme gerade von der Arbeit, habe mich quasi direkt reingesetzt und deswegen kann es das passieren, dass wir so 10, 15 Minuten Folgen machen pro. Ja, ihr wisst, was ich meine. Oder sie war auf einen Kampf aus. Ach du Scheiße. Das habe ich ja gerade nicht hier gesehen. Okay, why not? Psst, was war das? Ich habe noch nicht mal was gehört. Jetzt schon. Ah, hat sich schon besudelt. Dass ich gerade mit das Viech jetzt. Ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Denk dran, dass sie ihr nicht wehtun wollen. Wie sollen wir da überhaupt hinkommen? Boah. Ja, mach mal! Wo bist du denn hin? Boah, Alter. Aua! Gut, wir sind schon mal vorbei. Zumindest im ersten Teil. Wo muss ich denn da lang jetzt? Da rum oder was? Da. Warte mal. Okay, die wird jetzt. Ach Gott. Nee. Was von einem Kaminfeuer? Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. Ich muss zugeben, ich würde mich auch wehren als Drache, wenn ich merke, dass da so ein paar Kandidaten. Oh, Alter. Da so ein bisschen in mein Netz reingehen. Du musst zu der Öffnung unter ihr. Okay, also können diese Dinger. Klar, eigentlich. Ich hab zu lange gezögert. Ah ja. Ich befürchte, dass ich zu lange gewartet habe sogar.
Ja. Jetzt. Ja, schon klar. Warum sind alle Brücken zerstört? Weil sie es kann. Wir reparieren. Wir können sie ja quasi ändern. Zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. So, Drachenei platzieren. Jo, moin, heißer Atem oder was? Freund. Ich glaube, sie hat es gerade ein bisschen, hat es gerade akzeptiert, dass wir wirklich nur freundlich waren, dass wir der jetzt quasi das Drachenei wiedergebracht haben. Ja, wir haben es geschafft, liebe Leute. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Ja, am Anfang, aber danach nicht mehr. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Keineswegs, aber wir können trotzdem zurückgehen. Zurück. Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Katze. Ich weiß jetzt gerade... Ich muss jetzt gerade zugeben, dass ich nicht weiß, was sie meint. Wie konnte ich so blind sein? Gut, Auftrag abgeschlossen, das vergessene Ei. So, und damit bin ich raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Hogwarts Legacy. Und wir haben ja nicht mehr allzu viel. Wir haben noch das Fohlen des Todes. Und alles nur Kobold, du Kack. Wir machen erstmal das Fohlen des Todes. Und das sehen wir uns dann erst in der nächsten Folge an. Bis dahin. Tschüss.